Wir steuern die letzten Details der Anlage aus. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Der Blues existiert, seit die Welt existiert. Der Blues ist die Wurzel der Musik. Blues ist die Geschichte von Mann und Frau, der Beginn der Welt. Adam und Eva im Paradies. Hier und heute, im Rahmen dieses gigantischen Bandprojekts, werden wir eine massive Gegenbewegung formieren. Zahlt sich zwar fast nicht mehr aus, weil die Wörter ja nur mal eine Woche steht, aber die sollten wir nutzen. Und da passiert heute, ohne dass wir schon wissen, was Ähnliches. Zu meiner Linken steht die Ikone der Projektumsetzung. Peter Petzl, das genaue Gegenteil von mir. Ich bin so quasi ein nach außen gestülpter innerer Schweinehund, der selten was in Angriff nimmt und wandert, macht das nicht fertig. Der Peter ist das krasse Gegenteil. Vor 2 Jahren im August, das war dann 2010, im August kommt er und sagt, du pass auf, ich möchte, wenn ich 50 bin, mit einer Band auftreten. Habe ich gesagt, super Idee. Und? Du kannst ja kein Instrument, sagt er, nein, aber das lerne ich. Ja, sowas. Und dann hat er sich eine Gitarre gehabt. So ist der tickt so, der kauft eine Gitarre. Und dann hat er mal schon nach den ersten 2 Stunden mit seiner Gitarrenlehrerin oder Lehrer gesagt, hört er das an, ich hab schon was aufgenommen. Und das hat, haben wir gedacht, okay, in 2 Jahren, sehr lange Zeit, kann es Chance geben mit einem Bandprojekt. Und das ist halt er, heute steht er da, mit der Bandprojekt. Und nicht nur der Peter alleine und für sich allein stehen, sondern mit lauter wunderbaren Menschen, die aus dieser Advent-Drama-Trance etwas ganz anderes machen. Die sind teilweise Spitzenmanager und müssen in die Schule gehen oder studieren und haben Kinder und haben jetzt die letzten Wochen total unter das Motto dieser Mission Still Got the Christmas Blues gestellt. Sie haben bei uns im Büro vielfach geprobt, im Besprechungsraum. Eine Woche haben wir uns überlagert, da habe ich eine Woche dort gewohnt und sie haben trotzdem geprobt. Das war alles wunderbar und heute stehen sie da. Peter, vielleicht magst du selber ein bisschen reflektieren, wie es dazu kam. Wie es wozu kam? Dass du dort gewohnt hast, oder? Okay. Ja, ich werde meine Ansprache kürzer halten, weil wir die erste Nummer gleich nochmal machen wollen. Dann wird das Programm länger. Ich möchte ganz kurz was über die letzten Wochen erzählen und warum es mir jetzt relativ schwer fällt, mich so richtig bluesig zu fühlen, weil ich bin eher ein wenig berührt und gerührt, dass so viele heute herkommen. Wir tun hier herum, als wären wir eine Band mit Background, ihr tut es, als wärt ihr Publikum. Und so werden wir diesen Abend gemeinsam sicher gut über diese Bühne bringen. Und ich glaube, wir können nachher noch plaudern und wir spielen jetzt einfach was.